Servus, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht, ich sitze hier vor meinem Hilleberg NIAC und damit sind wir jetzt auch beim lang ersehnten Video zum NIAC. Das hatte ich euch ja schon lange Zeit versprochen, aber heute ist einfach der richtige Zeitpunkt, der richtige Tag, um dieses Video zu drehen. Vorab möchte ich mich natürlich gleich entschuldigen. Ich muss leider eine Sonnenbrille tragen, weil die Sonne von da oben richtig rüberknallt. Und ansonsten vom Ton her, ja, ich muss das Video aufgrund der gegebenen Umstände, die jeder kennt, hier bei uns im Garten drehen und konnte natürlich nicht rausgehen in die freie Natur und daher bitte ich euch von den Nebengeräuschen abzusehen. Okay, damit kommen wir dann aber auch dann direkt zum NIAC und ja, wie ihr seht, sitze ich hier vor dem Zelt ziemlich gemütlich und der ein oder andere wird sich natürlich als allererstes fragen, warum habe ich jetzt das NIAC und ich habe ja oft gesagt, das UNA ist mein Traumzelt und wieso jetzt das NIAC? Und ja, an der Situation hat sich insoweit eigentlich nichts geändert. Das UNA ist immer noch ein super Zelt, aber im letzten Jahr hat sich das NIAC für mich in einigen Punkten ja als besser herausgestellt, wobei ich das auf bestimmte Situationen eingrenzen muss. Da kommen wir aber später zu. Als erstes mal so zu den wichtigen Unterschieden. Ein Riesenunterschied ist natürlich erstmal das Gewicht. Das UNA wiegt brutto, naja, 2,3, 2,4 Kilogramm mit meinen Optimierungen, die ich im Do-It-Yourself-Video gemacht habe. Das Video verlinke ich euch einfach mal hier oben. Wiegt es circa nachgewogen 2,4 Kilo und das ist noch okay für ein Solo-Zelt, aber leichter ist natürlich immer besser. Beim NIAC liegen wir brutto bei 1,7 Kilo und das Packmaß ist natürlich auch noch mal wesentlich geringer als das vom UNA. Ja, wie wird das niedrige Gewicht erreicht? Ganz einfach, das Gewicht wird erreicht durch dünnere Materialien. Während das UNA ein Kerlon 1200 hat, ist es beim NIAC ein Kerlon 1000. Und ja, das ist halt ein Ripstop-Nylon. Dieses Kerlon ist eine Markenbezeichnung von Hilleberg, ein Spezialgewebe, was die Firma Hilleberg einsetzt. Und ja, was fällt als erstes auf? Natürlich Reißfestigkeit mache ich mir bei diesem Zelt überhaupt keine Sorgen. Aber das Material scheint doch schon ein wenig mehr durch als das Material vom UNA. Es ist halt letztendlich ein wenig dünner. Sturm- und wettertechnisch mache ich mir bei dem Material überhaupt keine Sorgen. Und da möchte ich euch auch gleich so mal ja, die Angst ein wenig nehmen. Man hört ja immer wieder, ja, das Hilleberg NIAC ist ja ein sogenanntes Yellow-Label-Zelt. Das heißt, die Firma Hilleberg sagt, es ist ein Drei-Jahreszeiten-Zelt. Und das UNA ist ein Red-Label-Zelt. Und es ist ein Vier-Jahreszeiten-Zelt. Und viele haben einfach Angst, sich das Hilleberg NIAC zu kaufen, weil die denken, das ist jetzt instabil und wäre undicht oder wird bei Sturm nicht halten. Das ist absoluter Unsinn. Das Gestänge ist das gleiche 9 mm Gestänge wie beim UNA und lediglich die Heringe sind ein wenig kleiner, während beim UNA 12 Heringe, diese V-Packs dabei sind, habt ihr beim NIAC 10 Ultra Light Y-Packs dabei und ja, die Heringe sind schon etwas dünner. Und auch die Abspannleinen sind ein Ticken dünner. Ich glaube, beim UNA sind sie 3,2 mm und hier sind sie nur 2 mm. Aber es ist auch, sind die aus demselben Material. Und daher wage ich wirklich zu behaupten, der Otto-Normal-Wanderer, der nicht auf irgendwelchen Expeditionen unterwegs ist, kann mit dem Zelt ein Sommergewitter überstehen. Der kann mit dem Zelt einen Herbststurm überstehen. Da mache ich mir wirklich überhaupt keine Sorgen. Wir schauen uns nachher nochmal die einzelnen Abspannpunkte an, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen noch so zu meinen Gründen, warum ich dieses Zelt mir ausgesucht habe. Ein großer Vorteil gegenüber dem UNA ist meiner Meinung nach nicht die Apsis, die ist halt praktisch und ein cooles Goodie, sondern die Breite des Zelts. Mit 1,20 Meter habt ihr hier die Möglichkeit, zwei 60er Isomatten unterzubringen und genau das war einer der wesentlichen Gründe für mich, weil in meiner jetzigen Variante, ihr seht es hier hinten, ich habe hier die Expat Downmat Winter drin plus den Grützipec Sündpott Island, den ich gerade im Test habe. Das ist übrigens der einzige Kunstfaserschlafsack von Grützipec, ein Drei-Jahres-Zeiten-Schlafsack. Hätte ich jetzt hier die Möglichkeit, noch eine zweite Isomatte für meine Tochter unterzubringen. Und genau das ist für mich einer der entscheidenden Gründe gewesen. Beim UNA kann man auch
mit zwei Personen ja notfalls drüber übernachten, aber diese 10 cm fehlenden 10 cm in der Breite machen das Ganze einfach ein bisschen komplizierter und unkomfortabler. Und ja, hier kann man quasi super zu zweit drin nächtigen. Natürlich, der hintere müsste dann immer über den vorderen drüber klettern, aber wer nur auf einer längeren Tour hier drin schläft, da sehe ich das nicht als Problem an. Man campt ja nicht 3 Wochen auf dem Campingplatz, wo das Ganze dann irgendwann nervig werden würde. Ja, für eine Person natürlich habt ihr hier einen riesen Palast. Ihr seht, ich habe hier vorne noch immer meine 4 Elemente der Thermarestmatte. Das ist so ja, mein Hausflur, wo ich dann die Schuhe abends abstelle, wo ich Ausrüstung lagere. Ich habe also hier genügend Platz, auch feuchte Ausrüstung zu lagern. Und wir schauen gleich nochmal gemeinsam rein. Aber diese 10 cm mehr in der Breite waren für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ansonsten natürlich diese große Mesh-Tür, die schauen wir uns später auch nochmal im Detail an. Und die macht natürlich so ein bisschen, ja, ich sag's mal, Tarp-Feeling. Ihr könnt das Ganze hier komplett öffnen, die Apsis wegmachen, so wie ich es jetzt gerade hier habe. Und habt dann die Möglichkeit, die Mesh-Tür zu machen und habt den vollen Ausblick nach draußen und den Schutz eines Zeltes, aber ja, das Freiluftgefühl eines Tarps. Das ist also meiner Meinung nach eine richtig coole Kombi. Das geht natürlich auch beim Unna. Aber da nur eben bedingt, weil da müsstet ihr die ganze Tür offen lassen, weil das Unna ja nur im oberen Bereich die Mesh-Einsätze hat. Ansonsten, weiterer Unterschied zum Unna seht ihr hier an den Rändern. Die Bodenwanne ist sehr, sehr hochgezogen. Das liegt daran, dass die Ränder aufgrund der Belüftung, der Belüftungstechnik in diesem Zelt, an den Seiten ausgeschnitten sind. Das heißt, wenn es mal regnet und ja, der Regen hier direkt ans Zelt ranprasselt, dann spritzt das nicht direkt aufs Innenzelt, sondern erstmal auf diesen verstärkten Boden. Ja, Belüftung ist natürlich gleich ein Stichwort und immer interessant. Ihr werdet gleich sehen, bei dem Niak hier fehlt einfach der Dachlüfter, der bei Hilleberg die 4-Jahreszeiten-Zelte ausmacht. Es ist kein 4-Jahreszeiten-Zelt, also brauchen wir auch keinen Dachlüfter. Und ich habe mir am Anfang erst Gedanken gemacht, oh, wie ist denn das, funktioniert das mit der Belüftung? Und ich muss sagen, dass mit der Belüftung, das heißt durch die ausgeschnittenen Seiten, funktioniert sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich überrascht. Und ihr habt sonst alternativ natürlich noch die Möglichkeit, die Apsis oben ein bisschen weiter zu öffnen, den Reißverschluss, das ist ein 2-Wege-Reißverschluss, um da nochmal ein bisschen Luft reinzulassen. Aber ich habe bisher kaum Kondensprobleme gehabt. Was ich festgestellt habe, also das Mesh, in diesem Mesh fängt sich Feuchtigkeit, die trocknet aber relativ schnell wieder ab. Und das Mesh-Gewebe hier vor der Tür ist auch sehr, sehr, sehr fein. Das heißt, da kommen auch kleinste Drecksviecher, auf Deutsch gesagt, beim besten Willen nicht durch. Da seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Das Innenzelt könnt ihr natürlich genauso wie beim Unna aushängen, um bei Bedarf, wenn ihr im Zelt sitzt, noch eine etwas größere Apsis zu machen. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal das Zelt zumachen und wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam von außen an. Also, dann beginnen wir einfach mal mit unserem Rundgang um das Zelt. Ihr seht jetzt hier die Apsis und die Abspannung. Das habe ich jetzt für euch einfach mal ja, aufgebaut. Und hier schon die sehr, sehr eigenwillige Form des Niak. Das muss einem gefallen. Der Aufbau ist denkbar einfach. Also der ist wie beim Unna. Ihr habt einfach 2 Gestängebögen, die ihr ineinander steckt. Und diese Gestänge stecken hier unten in diesen Schuhen. Und ja, hier seht ihr auch schon die relativ kleinen Heringe. Hier habt ihr dann diese weit ausgeschnittenen Ränder, unter die der Wind letztendlich drunter packt. Und ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr straff. Und ja, die Bodenwanne geht an den Seiten eben richtig hoch, dass wenn es hier regnet, da nichts hintropft. Hier habt ihr dann die Abspannleinen, genau wie beim Unna, alles mit Handschuhen zu bedienen, obwohl es nicht unbedingt notwendig ist. Im hinteren Bereich habt ihr dann auch noch mal eine kleine Abspannung, die dafür sorgt, dass eben von hinten noch Luft zirkulieren kann. Also was das Thema Luft angeht, das Ganze wirklich sehr, sehr durchdacht. Hier oben kreuzen sich die Gestänge und
Die Gestängekanäle sind natürlich vollkommen silikonisiert von innen. Das heißt, die Gestänge rutschen da fast von selbst rein. Hier unten habt ihr dann den Schuh, in den das Gestänge eingesteckt wird. Und hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze ja, dann nochmal nachzuspannen. Ein interessantes Detail haben wir noch an der Abspannung der Apsis. Ihr habt natürlich hier erstmal den Reißverschluss zum Öffnen, den von Hilleberg bekannten Sturmhaken. Das heißt, bei Sturm könnt ihr das Ganze hier schließen, dass sich der Reißverschluss nicht öffnet oder entlastet wird. Das ist Standard. Und ja, ihr könnt das Ganze hier öffnen, ganz normal. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze auch hier aushaken und komplett öffnen. Und jetzt kommt das Gimmick. Ihr könnt das Ganze auch hier einhaken und abspannen und damit wäre die Seite der Apsis fest. Letztendlich könnt ihr euch die Apsis so konfigurieren, wie ihr das gerne möchtet und wie der Wind gerade kommt. Und ja, ich denke, das ist ein richtig cooles Feature an dem Zelt. Weiter habt ihr hier oben noch die Möglichkeit, die Apsis mit einer zusätzlichen Abspannleine ja, zu befestigen, wenn es richtig stürmt. Damit kommen wir dann auch schon zum Innenbereich. Die Türen könnt ihr natürlich hier aufrollen und hier mit diesen Kordeln befestigen. Auch das kennt man von Hilleberg-Zelten. Ihr habt hier Reflektoren. Ihr habt hier Reflektoren dran, das ist auch bekannt. Und ja, hier habt ihr die große Meshtür. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Und die könnt ihr natürlich auch komplett öffnen. Ich rolle sie jetzt mal nicht auf. Und im Inneren habt ihr dann einmal hier eine Meshtasche und ja, ihr seht ja schon meine Konstruktion. Auch hier befindet sich eine Meshtasche. Da habe ich immer meine Isolationstasche fürs Handy drin. Und hier oben habe ich mir so eine kleine Wäscheleine, nennen wir es mal, gebaut, um einfach hier abends nochmal Ausrüstung aufhängen zu können. Die kann man auch mit so kleinen Karabinern schnell entfernen. Das Innenzelt selbst ist ganz einfach über diese Kordeln hier aufgehangen und kann natürlich bei Bedarf auch komplett ausgehängt werden. Ihr habt jetzt die wesentlichen Unterschiede zwischen dem NIAC und dem UNA gesehen und ich denke, aufgrund der gezeigten Szenen jetzt hier im Video kann sich der ein oder andere, der sich mit dem Kauf dieses Zeltes befasst, schon ein bisschen mehr eine Meinung darüber bilden, ob das Zelt für ihn selbst was ist oder nicht. Ich persönlich muss sagen, das NIAC ist zu meinem absoluten Lieblingszelt geworden. Ganz einfach, weil es wenig wiegt. Es ist sehr leicht zu klein zu komprimieren. Das heißt, ich bekomme das wirklich oben unters locker unters Deckelfach im Rucksack und finde für das Zelt immer einen Platz. Würde ich das Zelt für eine Wintertour nutzen? Selbst dann würde ich dieses Zelt, glaube ich, nutzen, wenn ich jetzt nicht gerade, wie ich jetzt hier in den Alpen wohnen würde, also in deutschen Mittelgebirgen, wo im Zweifel ja pro Nacht 2-3 cm Schnee fällt, könnt ihr mit dem Zelt locker draußen übernachten. Es geht ja bei den Wintertouren letztendlich nicht nur um Schneelast, sondern auch einfach darum, dass ihr dem Zelt nicht erstickt, weil das von den Seiten zuschneit. Aber die Seiten sind so hoch ausgeschnitten. Also bei einer normalen Wintertour, ich sag mal in deutschen Mittelgebirgen mit wenig Schnee, würde ich auch mit diesem Zelt noch locker losziehen. Natürlich für einen richtigen Wintersturm, für 20, 30 cm Neuschnee, so wie wir es hier manchmal in Tirol haben, da bevorzuge ich immer noch das UNA aufgrund des Dachlüfters und der komplett geschlossenen Seiten, weil es einfach wärmer ist in dem Zelt. Und hier merke ich schon die gute Durchbelüftung. Also das heißt, ja, es ist windstill in dem Zelt, aber aufgrund der großen Meshtür und der Belüftung an den Seiten ist es kühler im Sommer in diesem Zelt wie in meinem UNA. Also das deutlich. Also von daher schon allein als Sommerzelt für mir die absolute Empfehlung. Damit sind wir dann auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich eure Fragen zum Hilleberg NIAC so einigermaßen ausführlich beantworten konnte. Wenn noch was offen sein sollte an Fragen, dann schreibt mir die natürlich gerne in die Kommentare und ich versuche das Ganze dann zeitnah zu beantworten. Und vielleicht mache ich über das ein oder andere noch ein zweites Video.
Ansonsten hier oben verlinke ich euch nochmal das Video mit den Do-It-Yourself-Änderungen am Hilleberg Unna. Und am Ende dieses Videos blende ich euch auch nochmal eine Playlist ein mit meinen Übernachtungen, wo ihr die Zelte dann auch im Einsatz sehen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich mit eurem Abo und einem Like für dieses Video unterstützt. Und dann sehen wir uns alle hoffentlich gemeinsam im nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao!